Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu FIFA, zu EA Sports. Das wird dauern, das wird echt dauern, bis ich das lerne. EA Sports FC 24 Ultimate Team. Wir spielen Rivals Welcome to the Club, Online Solo, Korb-Wettkampf, Beton, Premium Boni. Spiele wettkampforientierte Online-Partien, steige in den Divisionen auf und hol dir Boni. Na gut, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Bist du neu bei FC, dann empfehlen wir das Trainingszentrum und die Ud Moments zu nutzen. Tipp das, ja. Division Rivals, verbessere deinen Rang. Rivals ist ein wettkampforientierter Online-Modus, verbessere deinen Rang durch gewonnene Partien. Steige auf, verbessere deinen Rang, um in höhere Divisionen aufzusteigen. Hol dir Boni. Hol dir jede Woche auf deinem Rang basierende Boni. So, wir wissen, wie es funktioniert. Was ist denn das für ein komischer Streifen hier drin? Ja, das stimmt alles nicht da oben, oder? Eieieiei. Nur gegen Solo, ja, kein Bock auf Koop-Gegner, ey, das ist das Letzte, wirklich. So, weiter. Schauen wir mal. Erstes Online-Spiel. Ich kann nicht weitergehen. Ich würde gerne, aber ich kann nicht, er lässt mich nicht. Er lässt mich gerade generell wieder nichts machen. Mal raus und nochmal rein. Nö. Weiß nicht, was da schon wieder los ist. Wo das Problem liegen tut, ne? Ja, für mich stimmt da schon. Oh Gott im Himmel. Oh wow. Da haben wir mal einen richtig schönen Bug rausgehauen. Bei diesem wundervollen Spiel. EA Sports. It's in the game. Spielen wir es nochmal, diesmal ohne Bug vielleicht. Und schauen wir mal, ob wir einen Gegner finden. Wäre schon ganz cool, gegen jemanden spielen zu dürfen. Ja, aber Lorente bin ich mir auch noch nicht sicher. Er ist ein super Spieler. Klasse Werte. Aber mir fehlt ein bisschen was noch gerade in die Offensive. Wundervoll, liebe ich. Alles, was ich will, ist Fußball spielen. Und alles, zu was ich komme, ist ein Hauptmenü, wo ich auf den Gegner warten soll und nichts passiert. Jetzt war ich gar nicht sicher, ob sich das Game aufgehängt hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir spielen zu Hause. Vorwärts, Hemd doch. Nett. 4, 2, 1, 2, 4. Was sind die? 1, 2. Genau, das ist ein Taktik. Keine Ahnung. Auf geht's. Kimmich, Shaw. Schiller. Brunner, Innenverteidigerin. Und da haben wir das erste Mal den Ball gewonnen und verloren und wieder gewonnen und wieder verloren und gewonnen. Hoffentlich diesmal langfristig. Lorente.
Cancelo. Für Goretzka. Goretzka für Schüller. Schüller für Kane. Kane 1-0. Mit Joe Hart im Tor. Nee, Ter Stegen ist es. Das ist schon wie Joe Hart von oben. Harry Kane, ja, das ist das falsche Logo. Oh, da sind noch einige Fehler dran, habe ich so das Gefühl. Da bin ich gespannt, was wir da noch so alles an Fehlern finden. Oh, Coman verpasst knapp. Spielt da, um Himmels Willen, die Passstaffetten, die er da macht, sind wirklich schön. Ob sie viel bringen, ist das andere. Cancelo für Kane. Eieiei, ist der frei. Kane. Ich weiß nicht, ob das online funktioniert. Ich vermute mal nicht. Niemals, weil Hummels, boah, wobei der nicht mal schlecht war. Der war nicht mal schlecht von Hummels. Ich habe offline einen richtig geilen Eckball rausgefunden. So wie wir jetzt gerade gespielt haben, bloß dass halt dann der an der Ecke steht, am Ende den Schuss macht. Zu 90% drin. Und der ist schon, das ist schon hart geil. Giannini. Offensiv drauf. Grimaldo. Germany, Coman für Schüller. Grimaldo, Lorente, 2-0. Schön gespielt. Marcos Lorente. Ich will doch wie Coman online kämpft. Also offline gefällt er mir teilweise nicht ganz so, weil da kämpft er nicht so. Aber online, halleluja. Gefällt mir gut. Oh, Kane! Oh, Lorente knapp verpasst den Ball. Jetzt geht Tchouaméni. Alter, das ist Wahnsinn. Der Tchouaméni ist Wahnsinn. Schöner Ball raus auf Goretzka. Ecke. Ich wollte hier nur, genau, dass Kimmich da rauszieht. Lea Schüller! Nicht ungefährlich, Tchouaméni, Alter. Ein Biest der Kerl. Ein Biest der Kerl. Oh, schade. Pass von Lorente. Gut, Coman. Coman und Schüller. Schüller. Nein! Das wäre das erste Online-Tor einer Frau gewesen bei uns. Wenn sie den gemacht hätte. Oh, schade. Kriegt er nicht. Oh. Tchouaméni verpasst ausnahmsweise mal. Alaba. Stark von Alaba. Goretzka. Boah. Junge. Die Mannschaft gefällt mir heftig gut, Junge. Ja, du solltest zu Lorente spielen, Lea. Aber okay. Lovely. Tchouaméni. Goretzka. Lorente. Tchouaméni. Gut ge. Oh, Schüller. Nochmal dazwischen. Lea Schüller. Lea Schüller. Sie geht irgendwie immer weiter vom Tor weg, von Minute zu Minute. Das war kein Abseits von Lea Schüller. Lea Schüller! Boah, Grimaldo. Pennt da hinten. Hummels sofort mit dazu. Gut gemacht
von Hummels. David Alaba. Cancelo. Lorente. Okay, nimmt Goretzka mit. Macht das schön. Der sieht wiederum Lorente. 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 Nein. Da war ein bisschen zu weit vorgelegt am Ende der Ball. Minimal nur. Tchouaméni. Goretzka beim Pass gestört. Kimmich gegen Goretzka. Kimmich, richtig gut mitgemacht. Coman. Oh, Schüller. Jetzt wird's eng. Oh, gut unter Druck gesetzt. Sofort. Sofort. Also wirklich ohne jegliches. Hoppala, das ist natürlich schlecht in den Lauf. Goretzka. Leverley. Gegen Cancelo. Cancelo im zweiten Versuch. Problemlos. Und es sollte jetzt auch gleich Halbzeit sein, eigentlich. Lorente. Lass damit die noch spielen. Ja! Lea Schüller, 3-0. Freut mich. Freut mich. Und ich glaube, jetzt bricht er ab. Der erste Online-Sieg ist da, Ladies and Gentlemen. Freut mich doch sehr sowas. Und auch das erste Tor ist da Spiel im Spiel Höhepunkte. Es ist so schön, dass die Musik weg ist. Vor allem schön gesehen von Kane, dass Schüller da so frei steht. Perfekt. Ich muss auch sagen, Lea Schüller hatte mit diesen roten Schuhen, das schaut perfekt aus. Also wirklich, wirklich perfekt. So, dann kommen wir noch nicht mal zum Wechseln hier. Siegreiches Spiel Nummer 1 in Liga 10. Sehr schön. Kane, Schüller, diejenigen, die die Buden gemacht haben und Lorente, glaube ich, noch. Genau, so. Fortschritt, ja gut, das kennen wir, da hat sich nichts geändert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao und Vor, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.